Ich sehe, wir haben dieses Jahr einen Überschuss an Getreide. Hervorragend. Jawohl, Ihre Majestät. Das sind wirklich gute Nachrichten für Daventry. Wir müssen schnell mit der Errichtung eines neuen Silos beginnen. Jawohl, mein Herr. Wird erledigt. Oh, König Graham. Der magische Spiegel. Sage mir, was bedeutet das? Er bringt uns Kummer her. Ein schlechtes Zeichen. Morgen, Sarah. Und wie ist es dir und deiner Mutter ergangen? Oh, ungefähr wie immer. Du kennst Mutter. Jawohl, das tue ich. Aber sie meint es gut. Warte, Connor. Ein plötzlicher Wind. Woher kam dieser widerliche Sturm? Was ist das? Ich weiß nicht. Geh zurück. Um Himmels Willen! Welch abscheuliche Magie hat Daventry befallen? Und was ist das? Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar mal was ganz Altes, also ganz Altes relativ, aber was doch was ganz Altes, ja. King's Quest 8, Maske der Ewigkeit. Das habe ich früher mal irgendwann gespielt und auch wenn die Grafik sehr in die Jahre gekommen ist, muss ich sagen, es ist eigentlich ein echt schönes Spiel und deswegen dachte ich, ja, dann nehme ich das mal auf. Okay, die Starthilfe, die brauche ich nicht, ich weiß, wie gespielt wird, das ist kein Problem. Und zwar, das ist eins der ersten, sag ich mal, 3D-Spiele oder wie auch immer man das so nennen könnte. Und jetzt gucken wir uns mal diesen Raben hier an. Fort, Rabe, lass sie sein! Okay. Wohin fliegt der? So, aber wohin der fliegt, das gucken wir uns nachher an. Zuerst, ich gehe mal ein bisschen. Dann laufe ich nicht gleich überall gegen. Gucken wir mal hier rein. So, und was finden wir hier? Hier finden wir Besen. Mit dem kann ich nichts anfangen. Da ist Suppe. Lecker, lecker. Und aus irgendeinem Grund, irgendwas ist passiert, irgendwas ganz komisches. Die Menschen hier sind versteinert worden. Irgendeine komische Maske wurde zerstört. Und dann ist erstmal die richtige Zeit für Pilze. Nehmen wir mal 5 Stück davon mit. Denn die sind gut für... Ein Pilz mit heilenden Eigenschaften. Genau. Das ist ganz praktisch. Nehmen wir die auch mit hier. Dann gucken wir uns mal um. Ich weiß schon gar nicht mehr. Habe ich da drin was vergessen? Kann das sein? Vielleicht mal nochmal reingucken gehen. Aber ich sehe nichts. Okay, ich war mir nicht ganz sicher. Ist ja mittlerweile auch schon wieder ganz schön lange her. Ich folge mal nicht dem Raben, sondern ich gehe mal hier rüber. Hier haben wir, ich muss kurz gucken, kann ich eigentlich, Moment. Also so geht auf jeden Fall das Kämpfen, okay. Wegstecken ist, das da? Nein? Okay, wegstecken ist, ich muss mir die Steuerung doch nochmal angucken. Auch wenn ich gedacht habe, ich hätte es mir so eingestellt, dass es passt, aber scheinbar nicht. Bis jetzt kann ich immer nur den Leuten auf die Fresse hauen. Schon mal besser als nichts. Und ich glaube, es ruckelt ein bisschen arg und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht warum, aber gar kein Problem, denn
Wir können einfach mal bei der Grafik, also ich weiß, es ist eine unglaublich grandiose Grafikeinstellung, die wir hier haben. Schatten der Monster will ich mal ausmachen und Schatten der Objekte auch. Dynamische Beleuchtung mache ich auch mal aus. Wir warten das, ich glaube, ich lasse es mal so, denn aus irgendeinem Grund läuft es gerade. Ich glaube, so läuft es besser. Aus irgendeinem Grund kommt er nicht hinterher. So, und der ist unser erster Gegner. Und das ist total gut. Denn wir können uns ja gar nicht verteidigen gegen den. Ist dem auch egal, aber Moment mal, in dem Zusammenhang hätte ich auch kurz gucken können. Waffe wechseln, Q. Ah, Waffe wegstecken, Alt. Ah, okay. Und zieht er sie so auch? Nö. Aber Waffe wechseln funktioniert, okay. Dass ich dann... Dem Himmel sei Dank, mein eigenes Haus. Jedoch, ich sollte es auf Eindringlinge untersuchen. Genau. So. Und wir sehen, dass wir nichts da haben. Wir haben ein bisschen Fell, ein bisschen Leinwand. Der gute Mann malt da so ganz gerne. Der Connor. Ups. Da ploppen Objekte erst ein bisschen spät auf. So, und hier haben wir das, was ich eigentlich wollte, nämlich den Dolch. Ah, mein Dolch. So, und dann haben wir doch gleich mal 5 Schaden mehr, den wir machen. Und das halte ich für ganz geschickt. Es ist leer. Es ist leer. Na egal, ein bisschen Geld haben wir hier rumliegen. Ich... Mit der Kameraführung bin ich noch nicht ganz so zufrieden. Das hoffe ich, wird besser im Laufe des Let's Plays. Ich muss mal gucken, dass ich den Cursor vielleicht immer ein bisschen an den Rand schiebe, damit man dann auch was sieht. So, dann können wir eigentlich mal probieren, ob wir den Hans hier, wo war denn der? Wo ist denn der hingerannt? Da kommt er. So, gar kein Problem. Woher kamen diese üblen Kreaturen? Das ist Wahnsinn! Also diese üblen Kreaturen, die genau eine war, aber kein Problem. Das ist gut. So, ich gehe mal weiter. Oh, jetzt könnten wir eigentlich dem Raben folgen. Wir können uns auch hier mal überall mal umgucken. Aber ich glaube, wir kommen doch von der anderen Seite besser. Wie gesagt, ich kenne mich ja ein bisschen aus. Das ist oftmals ganz hilfreich. Und ich wollte auch noch hinter das Haus hier gucken. Hups. Der gute Mann kann springen wie ein Gott. Das ist unglaublich. Also nochmal hier so. Was er so an Sprüngen drauf hat, das ist enorm. Okay, ich glaube dahinter war auch... Ah, da guck mal. Da ist einer. So, kein Problem. Gleich mein Level aufgestiegen und damit nochmal 5 Schadenspunkte mehr. Gut, steck mal wieder die Waffe weg. Ich könnte es auch draußen lassen, glaube ich. Aber wir sehen die Gegner hier ja früh genug. Dann schauen wir mal, ob das alles hinhaut. So, eine breite Straße, eine große Mauer. Hier sind versteinerte Leute. Oh, und da schießt du der Erste. Aber der schießt... Oh, der schießt durch. Ich musste aufpassen, tatsächlich. Na gut. Wen haben wir denn hier? Deine Armbrust war kein Mittel gegen dieses widerliche Übel. Ich werde nicht aufhören, bis du wieder frei herumlaufen kannst. Sehr gut. Ich finde es total gut, dass er gleich direkt diesen Heldenstatus hat. Von Anfang an... Er weiß noch nicht, was los ist, aber er wird kämpfen für die ganze Menschheit. Das ist schön. Damals war das noch so. Heute kriegst du ja... Naja, nicht so wichtig. Oh oh. Irgendwas hört sich, glaube ich, nicht gut an. Aber kein Problem. Ein paar Pilzchen wieder mitnehmen. Was haben wir hier? Sogar ein hilfloses Baby in einer Wiege. Ich muss es beenden, dieses... Es rückgängig machen, dieses Übel. Sowas, okay. Klau dem guten Mann mal seine Klamotten. Diese Lederstiefel werden mir unermesslich helfen. Unermesslich? Ja. Das glaube ich auch.
Wen haben wir hier? Du wirst das Tageslicht wieder erblicken, gute Frau Sims. Ich schwöre es. Die Frau Sims. Unter diesen schwierigen Umständen bin ich mir sicher, dass diese guten Menschen meinen augenblicklichen Bedarf an deren Gold verstehen werden. Genau, deswegen erstmal krass ausnehmen, die Leute hier. Aber kein Problem. So. Und da ist er mit der Keule. So. Es sieht noch nicht viel aus, aber es liegt auch vielleicht daran, dass es noch gar nicht so viel ist momentan. Das heißt, also die Kämpfe sind momentan noch sehr easy. Oh, ich dachte, es bringt irgendwas. Hatte ich vergessen, dass es nichts bringt. Na gut. Und was haben wir da hinten? Ein Schwein. Ja, und das können wir mal in Ruhe lassen. Einmal krass gegen den Felsen springen. Bevor ich jetzt anfange, hier groß... Alter, die Pilze... Ach, das sind gar keine Pilze. Das sind... alte Texturen. Bevor wir jetzt groß anfangen, hier durch die Gegend zu laufen und ich mich doch verlaufe, weil ich es ja auch schon lange nicht mehr gespielt habe, müssen wir erstmal gucken, dass wir jemanden finden, der uns ein bisschen Anweisungen gibt, denn eigentlich wissen wir ja noch gar nicht, was wir tun sollen. Bis jetzt laufen wir ja nur komisch rum. Also komisch im wahrsten Sinne des Wortes, finde ich, denn ich finde, er läuft etwas... komisch. Aber dann gehen wir mal mit dem Mann reden, der uns zu sich ruft. Hallo? Sie leben noch. Aber nur zur Hälfte, wie mir scheint. Ich bin ein Zauberer, Bursche. Und ein sehr guter. Ich wusste, dass der Sturm sich nähert und habe rasch einen Gegenzauber beschworen, obwohl er nicht ausreichend war, wie du sehen kannst. Sagen Sie mir, guter Zauberer, wie war der Sturm beschaffen? Es war eine magische Dunkelheit. Die Maske der Ewigkeit hat ein schreckliches Schicksal erlitten. Sie wurde durch ein fürchterliches Wesen zerstört, welches sich seither in der heiligen Stätte der Maske einquartiert hat. Die Maske der Ewigkeit? Richtig, Bursche. Die Maske der Wahrheit, des Lichts und der Ordnung. Jetzt ist sie in 5 Bruchstücke getrennt über das Land verteilt. 5? Naja, es waren 5. Aber du besitzt nun eines. Bleiben 4 übrig. Ich? Sapperlot. In der Tat. Jetzt herrscht Durcheinander. Und die schrecklichen Geister, welche die Elemente beherrschen, können Chaos im ganzen Land verursachen. Sterbliche wie du finden sich selbst gefangen in Felsen und Steinen wieder. Aber du, Bursche, wurdest für die heilige Aufgabe auserwählt, die restlichen 4 Teile der Maske der Ewigkeit zu finden und die Maske an ihren hochheiligen Ort zurückzubringen. Es scheint, als ob die Maske selbst dich ausgesucht hat. Ich fühle mich geehrt, so eine heldenhafte Aufgabe durchführen zu dürfen. Aber wo soll ich beginnen? Es liegt an dir, mein Freund, das herauszufinden. Mehr weiß ich nicht. Ich kann dir jedoch eine magische Karte zaubern, welche dir beim Reisen durch das Land helfen wird. Schau! Ich bin sehr dankbar, Herr. Mein Schicksal ist klar. Ich werde es schaffen. So, und jetzt haben wir genau die Karte, die ich wollte. Denn jetzt wissen wir auch, guten Tag. Wissen wir auch, wo wir hin müssen, beziehungsweise wo wir schon waren und so weiter. Und auch hier wieder. Er ist geehrt, eine solch heldenhafte Aufgabe durchführen zu dürfen. Wie er es genau gesagt hat. Es war damals ganz anders bei solchen Spielen. Heute ist es erstmal ein, oh, wieso ich? Also total cool. So, ich weiß natürlich schon, was wir brauchen. Das ist ja der Vorteil. So, und zwar brauchen wir erstmal eine Axt. Und was brauchen wir noch? Mal gucken. Oh. Au. Ich sollte meine Waffe vielleicht doch nicht wegstecken. So, denn ich zeige mal, was wir jetzt vorhaben. Hier ist ja ein Baum. Der Baum ist, wie man sieht, in den Texturen hier
schon leicht angeschlagen. Dieser Baum, wenn wir den fällen, blockiert das Wasser. Ach, das sieht man nachher. Ich könnte dieses Seil und diesen Haken benutzen. Genau, den könnten wir benutzen, wenn wir denn das Mühlrad anhalten könnten. Genau das ist unsere Aufgabe sozusagen im ersten Schritt. Aber irgendwie dazu müssen wir diesen Baum fällen, damit er das Wasser blockiert und damit das Mühlrad anhält. So, jetzt machen wir mal die Karte auf nebenbei, dass wir da eine kleine Übersicht haben. So, ich laufe erstmal nach rechts oben. Und töte natürlich alles Böse, was mir hier so auf dem Weg begegnet. So. Bis jetzt geht es uns ja echt gut. Hier kommen wir, glaube ich, auch mit dem Dolch nicht durch. Das Nein. wird nicht funktionieren. Ich brauche ein stärkeres Werkzeug. Genau, aber erstmal können wir den hier angucken. Armer Kerl. Scheint so, als ob der Alchemist versuchte, sein Haus zu retten, sich selbst aber nicht retten konnte. Tja. So ein Unglück aber auch. Dann gehen wir erstmal hier nach oben. So, ich will natürlich hier alles nach Möglichkeit mitnehmen. Es gibt nämlich tatsächlich auch optionale Sachen. Es lohnt sich allerdings, die zu machen. Und genau das gucken wir uns jetzt mal an. Horch, mitleiderregende Kreatur. Warum so traurig? Zum Donnerwetter! Ich bin ein prachtvolles Einhorn, nicht eine mitleiderregende Kreatur. Ein Einhorn? Jawohl! Aber ich habe Kummer. Ich habe mein Einhorn verloren und meine Erscheinung zudem. Sag, gutes Geschöpf, wie konnte das passieren? Es war wirklich chaotisch, Herr. Ich habe nur Gras gefressen, als ein schrecklicher Sturm aufkam und mich brutal umhergeworfen hat. Nachdem er verschwand und ich einen Augenblick verwirrt und durcheinander war, kroch eine gemeine Sumpfhexe aus diesem Teich und klaute mein Einhorn. Der Verlust hat mich zu einer höchst grauenhaften Kreatur gemacht, wie du deutlich sehen kannst. Würde denn das Wiederfinden deines Horns dich in ein Einhorn zurückverwandeln? Zweifellos. Meine wahre Gestalt würde zu ihrer vollständigen und natürlichen Herrlichkeit zurückkehren. Okay, gute Kreatur. Ich kann es nicht versprechen. Aber falls ich zufällig dein Einhorn während meiner Reise sehe, werde ich es dir zurückbringen. Ich bin dankbar, Herr, aber ich habe nicht viel Hoffnung. Ich dagegen umso mehr, denn natürlich helfen wir dem Einhorn, das Horn zurückzuhalten.